Schipanski, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, eine amüsante Debatte heute Morgen, gerade mit Blick auf den Bildungsbereich. Von daher will ich noch mal zur Ausgangsgrundlage zurückkommen. Es geht um den Koalitionsvertrag, Zeile 1139 bis 1145, wo wir versprechen und sagen, zur Verbesserung der Bildung werden wir eine Investitionsoffensive für Schulen auf den Weg bringen. Diese umfasst zusätzlich zum laufenden Schulsanierungsprogramm, hört, hört, wir kooperieren schon, wir arbeiten schon Bund und Länder zusammen. Zusätzlich dazu wollen wir insbesondere Investitionen in die Bildungsinfrastruktur leisten. Dazu werden wir die erforderliche Rechtsgrundlage in 104c Grundgesetz durch die Streichung des Begriffs finanzschwach in Bezug auf die Kommunen anpassen. Die Kultushoheit bleibt in der Kompetenz der Länder. Alois Rainer hat es gesagt, es geht darum, dass nicht nur finanzschwache Kommunen unsere Hilfe zukünftig bekommen, sondern generell Länder und Kommunen mit Blick auf die Bildungsinfrastruktur. Die AfD will alles so belassen, wie es ist. Das ist ihr gutes Recht. Dieser Ansicht kann man sein. Grüne und FDP sagen, lasst die Hände von 104c, ändert lieber 91b und 104b Grundgesetz. Sie verknüpfen damit eine Sachfrage, wo es um eine Rechtsgrundlage für eine notwendige Maßnahme geht, nämlich den Digitalpakt, mit einer generellen Föderalismusdebatte. Die Regierungskoalition will mit dieser Grundgesetzänderung den Digitalpakt ermöglichen, den wir schon so oft hier in diesem Hause diskutiert haben. Es geht um 5 Milliarden Euro, die wir zur Verfügung stellen wollen, temporär zur Verfügung stellen wollen für die wichtige Aufgabe digitales Lernen. Wir wollen finanzielle Impulse setzen, wir wollen anschieben, wir wollen die Länder anspornen, wir wollen sie motivieren, in ihrer Verantwortung bei digitaler Bildung nachzukommen. Und ich bin sehr überrascht, dass die FDP plötzlich gegen Anspornen und gegen Leistung ist, das ist schon sehr vielsagend. Wir brauchen den Digitalpakt. Er ist eben Startschuss, Weckruf, Anspornen. Und wer sich gegen diese Grundgesetzänderung stellt, stellt sich gegen den Digitalpakt. Der stellt sich auch gegen das Geld, was der Finanzminister bereits zur Verfügung gestellt hat. Der verhindert gute Bildung, aber fördert sie nicht. Nein, ich würde gerne ausführen und nachher mit einer Kurz- oder Zwischenintervention reagieren. Wenn FDP und Grüne von Ermöglichen in dieser Debatte sprechen, müssen wir doch bei einer sachlichen Debatte auch schauen, was überhaupt möglich ist. Und wir debattieren die Grundgesetzänderung eben nicht im luftleeren Raum. Wir benötigen auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Und da kenne ich keinen einzigen Ministerpräsidenten, der auf seine Kultushoheit verzichten will. Aber genau das schlagen FDP und Grüne in ihren Antrag vor. Für die Grünen scheint das ganz normal zu sein, dass die Bundestagsfraktion da eine andere Meinung vertritt als ihre Länderkollegen, insbesondere als der Ministerpräsident. Und sie wiederholen hier betont, bewusst falsch, immer wieder das Wort Kooperationsverbot. Sie wissen, dass wir in einem Bundesstaat leben, dass unsere Verfassung ein Kooperationsgebot enthält. Und Sie wissen, dass wir klare Zuständigkeitsregeln haben und dass wir bereits umfangreich kooperieren. Denke an den Hochschulpakt, Qualitätspakt Lehre, Pakt für Forschung und Innovation. Gestern wieder Gelder an die Hochschulen, 2,7 Milliarden im Rahmen der Exzellenzinitiative. Das ist Kooperation. Da muss der Kollege Lindner nicht erst in die Schweiz schauen. Da kann er auf Deutschland schauen, wie hier kooperiert wird. Im Antrag und in Ihrem Brief an die Bundeskanzlerin fordern Sie nationale Bildungsstandards und deren verbindliche Umsetzung. Ich freue mich sehr, dass Sie hier eine Forderung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion aus dem Jahre 2010 aufgreifen und unterstützen. Jedoch ist Ihr vorgeschlagener Weg, diese Forderung umzusetzen, ein Irrweg. Denn der Fehler mit Blick auf die Bildungsstandards und Verbindlichkeit liegt nicht in der Verfassung. Der Mangel liegt in einem fehlerhaften Verfahren der Kultusministerkonferenz, dass deren Schlüsse nicht verbindlich sind. Und Sie haben es, da haben Sie recht, in 70 Jahren nicht geschafft, diesen Mangel abzustellen. Daher haben wir uns im Koalitionsvertrag für einen Bildungsrat entschieden, der sich dieser Lösung, dieser Problematik annehmen soll. Und einzig verfassungsrechtlich zulässiger Weg ist im Übrigen ein Bildungsstaatsvertrag, den die Ministerpräsidenten gemeinsam abschließen, analog dem Rundfunkstaatsvertrag. Aber auch das ist eine Forderung der CDU-CSU aus Bund und Ländern gemeinsam. Das heißt, eine Verfassungsänderung, wie sie Grüne und FDP hier vorschlagen, verfehlt leider ihr Ziel. Und auch mit Blick auf dauerhafte Finanzhilfen kommen sie zu spät.
Dies haben wir abschließend geklärt am 13. Juli 2017. Wir haben eine große Bund-Länder-Finanzreform auf den Weg gebracht. 9,6 Milliarden Euro jährlich für die Bundesländer zusätzlich vom Bund. Mehr geht nicht. Richtig ist, Sie waren nicht im Parlament. Die Grünen waren dagegen. Aber so ist das nun mal. Da haben Sie die Chance verpasst, dieser dauerhaften Finanzierung dort entsprechend zuzustimmen. Eine Bund-Länder-Zusammenarbeit ist im Bundesstaat möglich. Wir wollen die Verfassung ändern, um etwas zu ermöglichen. Wir wollen anschieben, wir wollen Schwung geben. Aber fahren müssen die Bundesländer selbst. Sie tragen dafür die Verantwortung. Oder es mit der Frau Suding zu sagen, wir bezahlen den Bauern die Badehose, aber schwimmen muss der Bauer schon selber. Der FDP rufe ich zu, Sie haben die Möglichkeit, Ihr Wahlprogramm auf Seite 25 umzusetzen, wo Sie von Digitalisierung, Bildung und so weiter groß sprechen. Das können Sie hier mit Zustimmung zu unserer Verfassungsänderung erreichen. Seien Sie doch mal mutig in dieser Sache. Und den Grünen kann man nur sagen, seien Sie nicht ständig gegen etwas. Sie haben es schon versäumt, am 13. November 2014 der Änderung des 91b zuzustimmen. Ermöglichen Sie jetzt den Digitalpakt durch Änderung des 104c. Seien Sie nicht immer dagegen. Unsere Hand ist ausgestreckt zum Wohle der Bildungsrepublik Deutschland. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der